Invasionsarmee geht an Land. Würde ich mal kurz schauen, wo. Achso, hier. Okay, alles klar. Das ist kein Problem. Die Stadt ist zu gut befestigt, als dass er mit so einer kleinen Armee. Selbst Dida würde dagegen nichts ausrichten. Dida machen hier auch nichts. Es sei denn, die haben. Ja, die haben keine. Ah, okay. Ein Problem? Die hat keine Garnison. Dida aber auch nicht. Das heißt. Ich weiß halt nicht, ob hier noch eine Armee ist. Moment. Minus 25, ja. Ist immer noch negativ. Vorstand, öffentliche Ordnung. Ich rekrutiere die mal, gehe dann hier rüber. Ich gehe mal hier hoch. Also ich will lieber die große Stadt haben oder behalten als die kleine hier unten. Muss ich halt schauen mit dem. Mit Gewaltmarsch am besten. Ich überlege gerade, soll ich wirklich da reingehen? Weil jetzt ist halt plus 0. Also ändert sich halt hier überhaupt nichts. Ah, das ist ja cool. Da ändert sich überhaupt nichts. Nee, ich gehe raus und ich beschwöre quasi die den Aufstand, damit es da mal Ruhe gibt. Jetzt mal hier hin. Also ich lasse die mal plündern, also das ist. Okay, zwei Fußdeckarmeen. Also an sich würde ich die angreifen. Ich würde sie sehr gerne angreifen, aber nicht mit einer Armee, die so unterfuttert ist. Loyalität, da mache ich jetzt mal auch Panem. Warte mal. Da mache ich jetzt auch. Nee, das war Steuersatz. Panem ist der da. Hier mache ich auch Panem. Alles Futter, alles Futter. Ja, okay. Futter von Martin Luther. In Form von Butter. Entschuldigung. Ja, das kostet Nahrung, das kostet keine Nahrung. Das gibt Nahrung, kostet aber öffentliche Ordnung, das ist überhaupt kein Problem. Das kostet Nahrung. Das reiße ich ab, da kommt ein Fischer hin und ich bin fertig. Ich bin mal gespannt, wie lange der Essensmangel noch ist. Also gerade war ja gerade ist ja Winter gewesen. Jetzt ist Frühling, also rein theoretisch müsste ich, also im Frühling bekommt man, glaube ich, zwei oder drei Nahrungen mehr. Und bald müssten auch die bald müssten die Gebäude auch fertig sein. So, jetzt halt. So, jetzt kommt noch eine fette Schlacht, oder? Oder doch nicht? Ich dachte, jetzt kommt eine fette Schlacht. Ach, die bunkern sich da. Oh. So. Ah, da oben haben die auch. Ein Zeichen vielleicht im Vor. Ich gebe dir doch kein Geld. Kulturübergang. Synkretismus machen wir natürlich. Bündnis gebrochen. Rebellion, das ist klar. Verschleißbericht, Nahrungsmittelknappheit, minus 28. Okay, das ist einmal wegen diesen Knaben hier. Warte, ich bin in Gewaltmarsch, deswegen kann ich die nicht angreifen.
Ich lasse die einmal hier plündern. Was machst du eigentlich da? Da plündern die ja auch. Also die plündern ja überall hier. Das ist ja voll der Quark. Okay, hier gehe ich mal hier rüber und schau mal, ob. Okay, hier ist niemand, das ist gut. So, dann hole ich mir mal meine Stadt zurück. Immer noch minus. Was baut der denn hier für einen Schmarrn? Okay, der hat es gewonnen, okay. Interessant. Das ist echt krass. Ich habe jetzt hier zweimal. Nee, einmal. Einmal Panem gemacht. Plus 4, aber ich bin trotzdem von 25 auf 28 runter. Dann sind die Gebäude fertig. Die Futtergebäude. Warte, wo habe ich die denn gebaut? Also eine Runde. Dann gibt es hier 10 Nahrung, hier 7 Nahrung. Hier 2 Runden, 2 Runden. Okay, also bald sollte das. Bald sollte das passen. Minus 8 Nahrung, das kann ich mir gerade nicht leisten. Gut. Da brauchen wir halt wieder ein bisschen Zeit, um uns davon zu erholen. Das ist natürlich nicht ganz so super. Du kommst doch einmal bitte hier runter. Lusitaner, die machen sich auch schon bereit, mich anzugreifen. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich fände es schade, dass man hier nicht so handeln kann. Quasi so, ja. Ich gebe dir, keine Ahnung, 10.000 oder so. Und du gibst mir dafür Nahrung. Das kann man ja mit. Das kann man ja mit. In Athen. Mit Troja machen. Heute ist irgendwie nicht so mein Quatschtag. Also Snacktag. Schnacken. Zusammen. Naja. Gut, wir werden da angegriffen. Das machen wir auch automatisch wieder, weil wir da keine Armee haben. Deswegen ist es egal, wie viele da sterben. Das klingt voll brutal. Entschuldigung. Weiß halt. Also ich meine, bei solchen Gefechten ist das halt wirklich so. Ja. Die heilen sich selber, alles gut. So, Syrakus. Syrakus wird auch nochmal richtig interessant, weil die ja so unglaublich groß sind. Okay, jetzt belagern die mich da oben. Und der greift die an, beziehungsweise erobert es einfach. Mein ehrbarer Herr. Quitri? Was wollen Quitri? Warte, 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 warte. Quitri, ich mach Landwirtschaft. Kind ist gestorben, das ist blöd. Mission minus 6, okay. Ist auf jeden Fall sehr hoch gegangen. Hier ist Ägypten. Ägypten ist jetzt in Jerusalem, okay. Es gibt noch die Seleukiden! Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Quitri? Was ist Quitri? Hier ist geil. Also Galatien wurde ja extrem nach hinten gedrängt. Galatien war ja hier bis Ägypten. Okay. Also Syrakus hat Galatien ziemlich zurückgedrängt. Was ich sehr gut finde. Und Ägypten ist wieder zurückgekommen. Finde ich auch cool. Jetzt ist hier halt alles voll. Das ist ein kleines Problem.
Da werde ich mal meine Stadt wieder zurück. Was hat der denn da für eine Garnison drin? Junge! Jetzt weiß ich auch, wie er den Angriff überlebt hat. Syrakus ist ein leckeres Klientel. Ja, an sich schon, ja, das stimmt. Tja, also meine Einheiten sind halt so richtig am Bobbes. Junge, Junge, Junge. Das ist ja jetzt mega. Messilia, was ist los mit dir? Ich dachte, wir hätten jetzt... wir wären jetzt fertig. Junge, Junge, Junge. Das ist natürlich... wie geht's dir eigentlich noch? Dir geht's so lala? Wir bunkern mich mal kurz ein und nächste Runde greifen wir die an. Hier hole ich mir mal wenigstens einen. Also das Blöde ist halt, dass ich nicht mehr Söldner holen kann. Aber das sollte reichen. Ja. Wurde nochmal spannend. Beziehungsweise wird nochmal spannend. Also hier habe ich ein Riesenproblem. Also das ist wirklich ein sehr großes Problem für die für den Nightmare. Das ist echt ein großes Problem. Aber cool, also sowas mag ich. Also ich hatte schon die Befürchtung oder die Sorge, dass das jetzt ja sehr einfach wird. Aber durch die Hungersnot wurde es jetzt oder ist es jetzt noch mal sehr sehr spannend geworden. Aber dann, ja, das da habe ich nicht gut aufgepasst, weil ich habe ja die ganze Zeit einfach gebaut und dann auf einmal von 20 auf also 20 Nahrung auf 6 auf minus 25 oder so. Da haben halt auch ganz viele auf einmal angefangen zu plündern. Das war dann natürlich nicht so optimal. Die reiße ich jetzt mal alle ein. Ich switch mal komplett auf Nahrungsbeschaffung. Hier switche ich das auch, also hier kann ich keine Nahrung herstellen, aber ich kann dafür wie heißt es, hier kann ich das zum Beispiel nicht bauen, aber hier gibt es Herberge. Die Herberge gibt hier Nahrung. Warum ich die hier nicht bauen kann, weiß ich allerdings leider nicht. Da mache ich mal öffentliche Ordnung. Einfach so. Minus 1 Nahrung kann ich verkraften. Klar habe ich gerade nicht, aber jetzt bald gehen die ganzen neuen Gebäude gehen dann los. Gut, nächste Runde. Noch Fähigkeiten machen. Die hat was bekommen, das ist gut. Ah, verdammt, schade. No, ich kann es noch nicht machen. Forschungsrate beim Aufstellen in feindlichen Territorien habe ich ja gerade. Du bekommst noch was. Forschungsrate, was? Okay. Dann muss ich dich wahrscheinlich aber im freundlichen oder in meinem Feld aufstellen. Ich guck mal eine schwere Challenge, Tobi, spart das Furz. ja.
hier auf jeden Fall. Du bist 21, das heißt, rein theoretisch könntest du heiraten. Der wurde gekillt im Alter von 18. Das ist so fies. Der wurde auch gekillt von Attentäter. Der ist 21. Der bekommt jetzt meine Frau. Küchengöttin. Ja. Natürlich, ja, okay. Geheime Aktion braucht er gerade. Ja, wobei. Ich gebe ihnen trotzdem mal eine geheime Aktion, weil dadurch bekommt er mehr Schutz vor. Agenten. Moral brauche ich jetzt eigentlich nicht. Geheime Aktion. Ja, komm. Machen wir nochmal eine geheime Aktion. Einfach alles pushen, was gegnerische Agenten davon abhält. So, Nightmare. Ich bin gespannt, ob Nightmare überlebt. Fanboys, die werden überleben. Und Spartas Furz wird. Also nächste Runde muss ich die auf jeden Fall angreifen. Ich habe immer noch. Wobei, warte mal. Genau, Tradition. Die Streiter, die haben eine Tradition. Machen wir mal die da. Gut, jetzt aber. So. Ich bin mal sehr gespannt. Also an sich, selbst wenn wir, also jetzt dürften wir eigentlich wieder. Oh, danke, Athen. Sehr schön, danke. Jetzt dürften wir eigentlich wieder normale Nahrung haben. Aber trotzdem, bis ich wieder vollständig. Das können wir auch wieder automatisch machen. Bis wir vollständig geheilt sind, werden 6 Runden ins Land gehen. Also der Dude ist, also der hat sich auf jeden Fall bewährt hier. Das ist auf jeden Fall klar. So. Aber ich glaube, also diese Schlacht, die hier, werden, oder die ganzen großen Schlachten, werden wir erst nächsten Montag sehen. Weil ich mache jetzt gleich Schluss. So, Bedürfnis nach Kavallerie habe ich wirklich, aber darf ich nicht. Rang erhöht, Verschleißbericht. Natürlicher Tod und so weiter und so fort. Gut, also Hungersnot ist vorbei. 3 Runden, das ist weniger als ich dachte. Wir werden halt, ja, bis wir geheilt sind, wird das da eine Fullstack-Armee sein. Aber das ist alles okay. Wieder, das werde ich dann auch nächste Runde spielen. Wieder werden natürlich nicht geheilt. Da muss ich eine zweite Armee hier aufbauen, beziehungsweise werde ich wohl mit der Armee dann machen. Die geht mal hier hin und holt mal jede Runde einfach Einheiten. Okay. Ich kann jede Runde 2, 4, 6 Einheiten holen. Das ist ja okay. Dann sollte 2 Runden. Puh. 2 Runden bis zur Kapitulation. Da bin ich mal gespannt. Gut, hier, sonst vergesse ich es nächstes Mal. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Und der Zukunftszombie tut mir leid.